Fälle. Das darfst du mich nicht fragen. Also, es passiert vieles. Es ist viel Rhythmus in der Küche, viel Choreografie. Nee, ich mache ja Wein auch wie Punkrock, ne? Also das muss schon einen Takt haben, finde ich, ne? Und in der Küche, wenn das nicht getaktet ist, dann ist Chaos, ne? Das kennt man nur zu gut, ja. Ich habe jetzt eine grüne Soße mit so einer Gemüsesulze. Das ist jetzt zwar nur ein Happen in dem Punkt. Also ich bin ja tatsächlich hier in der Wetterau aufgewachsen und mache den ersten Wein, den ich je selbst benefiziert habe, war Apfelwein, was ich bis heute mache. Und daraus kann man auch eine traditionelle Flaschengärung machen. Ne? Also hochwertige Äpfel, nur gesunde Frucht, zwei Flaschen, zweite Flaschengärung, Champagnermethode mit Äpfeln, besser geht's ja nicht. Ja. Ja, ich finde schon. Also ich habe mir die Frage gestellt natürlich vor 18, 19 Jahren. Und was mir natürlich an Frankfurt gefallen hat, auch damals an DC, du bist halt gleich mal ein größerer Fisch in einem kleineren Deich. Also ich finde natürlich auch nach viel gereist, gerade wenn man in New York gearbeitet und gelebt hat, ist Frankfurt, glaube ich, in Deutschland die weltoffenste Stadt. So das Herz, die Seele. Die Dämonen wollten mir eigentlich zurück in die USA holen. Gell? Und jetzt bin ich hier natürlich verliebt, befreundet von Tag 1. Also immer wenn ich zurückkomme, sage ich, scheiße, ich mag's hier.